Schreinermacher ist ein Lehrbetriebsverbund, zusammengesetzt aus ganz vielen verschiedenen Schreinereien. Und wir trainieren unsere Lernenden schon seit Jahren auf Teilprüfung. Und das ist auch etwas, was wir eigentlich durch diese Entwicklung dann für alle ermöglicht haben. Und haben so den Talentwettbewerb daraus entwickelt. Die einen haben vielleicht letztes Jahr schon dabei teilgenommen, das war ein Tischdiener, der letztjährige Talentwettbewerb. Dieses Jahr haben wir ein Raclette-Öffeli kreiert. Ich freue mich auf den Lehrwettbewerb, weil es für mich eine gute Vorbereitung für die Teilprüfung ist. Der Wettbewerb ist aufgeteilt in drei Kategorien. Das heisst, es können alle mitmachen. Das heisst, es gibt das erste Lehrjahr, das zweite und das dritte und das vierte Lehrjahr ist dann zusammen als Kategorie, die man so bewertet. Kriterien dort sind einerseits Zeit. Das heisst, wenn das durchgeführt wird, dann muss die Zeit vom Ausbildner aufgenommen werden und visiert werden. Und das zählt nachher auch bei uns natürlich in der Bewertung. Ich habe noch nie beim Talentwettbewerb mitgemacht, aber ich freue mich darauf, wie man sich mit anderen Lernenden vergleichen kann. Wir schauen bei der Bewertung gleich darauf, wie man es an der Teilprüfung macht. Das heisst, wir haben eine Toleranz von 0 bis 0,5, wo noch die Vollpunktzahl erreicht wird. Wenn es nachher von 0,5 auf 1 mm geht, gibt es noch die halbe Punktzahl. Und wenn es über 1 mm ist, gibt es keine Punkte mehr. Bei dem Raclette-Öffeli ist sicher die Herausforderung die Zinkenverbindung, die muss gemacht werden. Da schauen wir, wie die Passgenauigkeit ist. Das heisst, es sollte zu zwei Drittel eigentlich relativ ring zusammengesteckt werden. Der letzte Drittel sollte dann das Stück weit in dem Sinn klemmen. Es muss aber so sein, dass es von Hand zusammengesteckt werden und wieder auseinandergenommen werden kann. Wir schauen auch die Qualität von dieser Zinkenverbindung. Das heisst, wir schauen drinnen, wie es hinterstochen ist. Ist es ausgerissen? Es soll aber nicht sein, dass es eigentlich rausgeschliffen sein muss. Also das heisst, wenn die Stechkiste fertig ist, dass es so gut. Wir haben in der Rüstzeit auch das so drin, dass ihr nicht schon die Maschinen einstellen drauf. Das heisst, sie müssen während der Durchführung die Maschinen einstellen. Sämtliche Informationen findet ihr auch im Videobeschrieb. Und jetzt freue ich mich natürlich riesig auf eure Einsendung. Ihr könnt das natürlich auch vor dem 1. Mai 2023 schon schicken. Und ich wünsche euch viel Erfolg.